Moin Moin Leute, ja, ich will heute mal eine kleine Radtour machen. Die Radtour dauert 2 bis 3 Tage, keine Ahnung, wie schnell ich bin. Ich werde auch ein bisschen trödeln, also werde nicht durchgrasen. Ich werde den Aller-Radweg fahren von Rethem nach, ich glaube, Wienhausen ist der letzte Standpunkt. Der Aller-Radweg von Rethem, Allerleinetal, bis Nienhof-Langling im Landkreis Celle. Das ist der erste Premium-Radweg in der Lüneburger Heide. Mal gucken, was das heißt. Das soll halt heißen, dass er super befahrbar ist und auch ohne Mountainbike gut zu befahren ist. Was ganz gut ist, weil ich erst einen Kreuzbandriss hatte und der noch ein bisschen verheilen muss. Wir fangen an in Rethem-Aller. Dann geht es nach Ahlden, Schwarmstedt, Wietze, Südwinsen, Oldau, Hambüren, Celle, Wienhausen. Und als letzten Stopp kommen wir dann nach Langling. Ja, man kann diese Tour in 3 Etappen fahren oder in 2. Entweder in 3 Etappen 28, 26 Kilometer und die als letzte Etappe 40 Kilometer. Oder wenn man es an 2 Tagen fährt, dann in Etappen beide um die 43 Kilometer. Die Aller wird ja oftmals auch als Fluss der 100 Quellen bezeichnet. Also schauen wir mal, was uns erwartet. Jetzt hören wir erstmal auf mit dem Gequatsche und fahren erstmal los. In Ahlden fängt man praktisch direkt an der Aller an. Hier ist so ein kleines Päckchen. Päckchen, so, hier ist so ein kleiner Park mit Skulpturen. Das ist schon mal ganz hübsch. Fast gleich am Anfang kommt eine Mühle. Die ist auch ganz hübsch. Fahre ich gleich ins erste Örtchen. Ich fahre ja auf so Betonplatten, das ist sehr angenehm und eigentlich ganz easy. Bis dann gibt es noch nicht so viel zu erzählen. Ich melde mich aber später nochmal. Ich bin jetzt schon. Ich habe 11 Kilometer gefahren. Zack war der Weg ziemlich schön, aber reizarm, ziemlich meditativ. Ich fahre auch ganz langsam. Ich fahre eine Geschwindigkeit vor 12 km/h im Moment. Ich lasse mich so treiben. Das Wetter ist echt schön. Morgen soll angeblich der wärmste Tag des Jahres sein. Heute ist ganz angenehm. Gestern war wärmer bislang. Ich habe eben Schilder gesehen. Ich glaube, es geht jetzt nach Schwarmstedt. Wäre ja auch logisch. Bin jetzt weg von der Aller, fahre jetzt durch so kleine Wäldchen. Links kommt gerade ein Dorf. Aber sonst passiert hier nichts. Ab und zu gibt es hier mal so eine Art Schutze, so kleine Picknick-Pavillons. Das ist auch schön. Natürlich habe ich jetzt einen Platten, war ja klar. Und was habe ich natürlich vergessen? Flickzeug, Idiot. Jetzt gehe ich erstmal nach Schwarmstedt und da flicke ich dann meinen Reifen. Ich denke mal, das werden jetzt, keine Ahnung, vielleicht 1-2 Stündchen Fußweg sein. Und dann hoffe ich, dass ich dann irgendwann weiterfahren kann. Aber ich lasse mir ja dadurch die Laune nicht verderben. Ich hoffe, mein Reifen hält so lange durch. Rollt platt irgendwie nicht ganz so gut. Ich versuche mal den dicken Steinen auszuweichen. Hier ist ganz schön. Schöner wäre es natürlich, wenn ich weiterfahren könnte. Aber man kann ja nicht alles haben. Ich sehe gerade, ich fahre schon fast auf der Felge. Wahrscheinlich, weil ich so viel Gewicht auf dem Hinterreifen habe. Schauen wir mal, was das wird. Ich bin auch echt ein Idiot. Nehme so viel Scheiß mit, aber kein Flickzeug, kein Fahrradwerkzeug.
Das sieht mal wieder nach mir aus. Aber ist nicht schlimm. Ich latsche jetzt halt ein bisschen. Sonst hätte ich sowieso Probleme gehabt, heute mein Schrittziel zu erreichen. Man muss alles positiv sehen. Ah, hier blüht gerade alles. Das ist echt toll. Das riecht total schön. Die Sonne scheint. Was will man mehr? So, mein Fahrrad ist repariert. Ich habe noch zwei Alster getrunken. Musste jetzt ungefähr die 10 Kilometer erstmal latschen, um mein Fahrrad zu reparieren. Nächstes Mal nehme ich, glaube ich, lieber Flickzeug mit. Jetzt freue ich mich aber auch schon darauf, weiterzufahren. Ich bin jetzt aus Schwabstedt raus, durch Buchholz und durch Markwildorf, aber nicht Hauptstraße, sondern halt über so Nebenwege. Von der Aller habe ich heute noch gar nicht so viel gesehen. Dafür, dass das Ding Allerweg heißt, geht es ziemlich selten an der Aller lang. Direkt an der Aller war ich ganz am Anfang, die ersten Meter. Der Weg ist ganz entspannt, aber echt nichts Besonderes. Deswegen filme ich auch nicht so viel. Falls ich noch mal was Besonderes sehe heute, hole ich euch noch mal dazu. Sonst verabschiede ich mich heute Abend noch mal von euch. Jetzt werde ich nur ein paar Kilometer schrubben. Bis denn dann. Ich glaube, gleich geht's wirklich zur Aller. Hier ist schon wieder so eine coole Rasthütte aufgebaut wie so ein Bohrturm. Cool, cool. Gleich müsste ich zur Schleuse kommen. Hier sind überall so Schautafeln. Da sind wir. Und weiter geht's. Hier ist es doch ganz schön. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, doch, da hinten ist endlich die Aller. Es gibt sie doch noch. Cool. Hier ist der Weg echt schön. Man kann die Aller zwar nur ahnen, weil Büsche da sind, aber Wald und Büsche und so sind ja auch schön. Ab in den Wald. Ich bin jetzt schon wieder 18 Kilometer gefahren. Wenn ich so weitermache, schaffe ich die Route. Heute an einem Tag. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich glaube, hier bin ich verkehrt, aber das Ding macht gerade so viel Spaß, dass ich erstmal weiterfahre. Ich bin jetzt seit Schwarmstedt schon wieder 30 Kilometer gefahren. Ja, meistens so Waldwege, Feldwege. Eben war ich in. Ich habe keine Ahnung, Winzenwietze. Ich steige da nicht mehr durch. Ich bin jetzt langsam so weit, dass mir der Hintern echt abfault, weil er so weh tut. Und langsam treten auch so Ermüdungserscheinungen auf, beziehungsweise ich habe gar schön Hunger. Ich habe ja heute Morgen nur gefrühstückt. Ich hoffe, ich komme nochmal an einer Pommesbude oder an irgendeiner Fressbude vorbei und finde da noch ein geiles Nachtlager. Ich müsste jetzt eigentlich irgendwo kurz vor Celle sein. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Ich bin jetzt schon wieder
kleinen Schwarm steht. 39 Kilometer gefahren. Ich kann nicht mehr. Was habe ich euch gesagt? Ich wollte 20 Kilometer oder so, oder 26, keine Ahnung. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Mehr auf jeden Fall. Mehr habe ich. Ich habe auch langsam keinen Bock mehr, weil ich Hunger habe. Mir den Arsch wehtut. Ich ziehe das jetzt noch durch. Ich habe noch so Runtime-Gedöns mit. Ich habe jetzt irgendwie. Sinnvoll wäre es wahrscheinlich, ich bleibe einfach hier. Erst hat man morgen früh was Richtiges und trinke jetzt dieses Runtimes-Ding. Ich habe mich aber irgendwie so gefreut auf noch irgendwas Herzhaftes. Mal schauen. Ich überlege mir das mal in den nächsten Kilometer. Hier ist auch Naturschutzgebiet. Das heißt, ich kann hier gar nicht schlafen. Das nimmt mir so ein bisschen die Wahl. Dann fahre ich halt noch ein Stückchen weiter. Aber es ist nicht die schönste Runde, die ich jemals gemacht habe, aber eigentlich ist sie doch schon echt schön. Das heißt, wer auf Wiesen, Felder, Wäldchen steht, der ist bei dieser Route Gold richtig. Nur aller sieht man nicht viel, das ist schade. Ich bin in Celle. Ich habe gerade beschlossen. Ich werde jetzt noch was essen. Und dann fahre ich noch mal ein Stückchen weiter. So, ich habe eben bei Murat am Kiosk erstmal Calzone geholt. Die habe ich aber noch nicht gegessen, ist wahrscheinlich sowieso zu heiß. Ich stehe auf der Pfennigbrücke in Celle. Falls ihr in Celle seid, hier ist echt schön. Bei Murat kann man gut Pizza essen. Aber wir haben hier auch guten Italiener. Jetzt fahre ich hier gerade über die Damaschwiesen. Hier ist es super schön. Also, wenn ihr in Celle Urlaub macht und Hunde habt, hier kann man schön spazieren gehen. Sonst ist noch ein Geheimtipp, die Hundeinsel, die heißt zwar nicht so, aber insgeheim schon, müsst ihr mal googeln. In der Hundeinsel ist so inoffiziell, dass alle Hunde nicht an die Leine gemacht werden. Und das funktioniert echt gut. Die Damaschwiesen sind direkt an der Aller. Die Zelle hat mehrere Rudervereine, das heißt, hier sind immer viele Ruderer, auch interessant anzusehen. Das Stück bei Celle gefällt mir sogar mit am besten. Hier ist es echt schön. Pause. Ich bin jetzt seit Schwarmstedt
48 Kilometer gefahren und bis nach Schwarmstedt ja auch 20 Kilometer und 10 Kilometer gegangen. Jetzt muss ich erstmal was essen. Ich habe mir eben bei Murat auf der Pfennigbrücke Calzone Pizza geholt. Die ist echt gut. Er wollte schon zumachen, aber extra noch gewartet, bis ich bestellt habe. Voll nett. Kann nicht mehr sprechen, bin müde, hab Hunger. Guten Appetit. Die schmeckt ja schon heiß. Ja, na, alles total schön. Ich genieße es jetzt mal nicht, Fahrrad zu fahren. Das war lecker. Ich glaube, das Bierchen schicke ich mir während der Fahrt rein. Wenn ich nämlich zu lange warte, muss ich meine Hängematte im Dunkeln aufbauen. Darauf habe ich auch keine Lust. Aloha hier, ne? Die Calzone hat mir wieder neue Lebensgeister beschert. Der Hintern tut zwar immer noch weh, aber jetzt macht es auch wieder Spaß, dass so ein bisschen Kohlenhydrate auch so wirken können. Ja, ich war es, ist es auch. Zwei Radler getrunken und ein Desperados. Nach der langen Fahrt bin ich jetzt schon leicht bedudelt. Vielleicht auch nicht die beste Idee. Aber alles cool. So, ich bin jetzt aus Celle raus. Jetzt geht's nach Osterloh. Ich dachte eben, ich habe eine schöne Stelle gefunden. Aber wie das so immer so ist, 1000 Schilder, bla bla, Wiesen betreten, verboten, strafrechtlich verfolgt, bla bla. Typisch deutsch. In 17,4 Kilometern bin ich auch am Ziel. Das ist auch nicht mehr lang. Aber die will ich heute nicht mehr schaffen. Eigentlich wollte ich ja die Strecke in 3 Tagen fahren. Ich bin gerade in Osterloh. Hier wohnen nur Bonzen. Das ist krass. Eine Villa nach der anderen. Wenn ich nicht so im Arsch wäre, würde ich euch das jetzt zeigen. Aber wenn ich jetzt stehen bleibe, fahre ich nicht weiter. Jetzt musste ich doch noch mal kurz anhalten. In Osterloh gibt es noch einen Wehr. Sehr schön. So, ich bin jetzt 10 Kilometer vom Ende. Morgen auf dem Rückweg zeige ich euch noch das Kloster Wienhausen und die Innenstadt von Celle. Die sind nämlich beide echt sehenswert. Auf der Hintour war mir das jetzt zu viel. Wie gesagt, ich habe ja jetzt 3 Tage in einen Tag verpackt. Das ist ein bisschen krass gewesen. Ich zeige euch nochmal, wie ich mein Lager aufgebaut habe, beziehungsweise wo ich jetzt lagere. Und dann baue ich erstmal weiter auf. Hier kommt heute Abend mein Lager hin. In so einem schönen Bach oder See. Ich glaube, das ist ein Bach. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin gerade am Hängematte spannen. Es soll nicht regnen, deswegen lasse ich das Tarp, glaube ich, weg. Mal gucken, ich habe noch nie ohne Tarp geschlafen. So, möchte ich jetzt in der Hängematte und werde jetzt pennen. Es war doch ganz schön anstrengend heute, aber es hat auch echt Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen wieder. Schlaf gut!